Willkommen zu einem neuen Sonic Flash Game, heute mit Sonic Extreme. Ich werde es ja immer so machen, am Anfang suche ich mir noch ein paar Flash Games raus, aber wenn ich keine richtig guten mehr... Entwickler? Lol. Das ist grausam, wenn ich das mal so sagen darf. Also die Steuerung. Super Mario World sind der Grund. Okay. Es ist extrem scheiße, aber... Also, der Titel hat mich schon angesprochen, mit Thumbnail. Aber da ist es doch Dreck. Nö. Das Ultimate Sonic Flash war bis jetzt das Beste. Ja gut, wir hatten ja nur zwei. Okay, die Musik ist auch irgendwie voll komisch. Er gibt mir doch einen Ring. Danke. Oha. Okay. Aber diese Stelle war auf dem Thumbnail, das war jetzt auch bestimmt die einzige schwierige, oder was? Ah, ein Schutzschild, nice. Boah, geil. What? Ein Tod, man muss alles von neu machen. Holy shit. An aller... ja. Boah, ist das kacke gemacht. Ich hab doch drei Leben, was ist denn los? Oder habe ich gerade irgendwas falsch gemacht? Ich spiel's einfach nur mal. Nee. Das läuft doch so voll komisch, ihr seht's ja. Warum zum Teufel sind hier Wiggler? Oder aber Super Mario World Hintergrund. Das ist etwas, was nicht in meinen Kopf will. Oder diese Übergänge. Richtig. Okay. Man muss auf Continue. Dann hat man ein Leben weg. Okay, ich bin eben. Hab einen Fehler gemacht. Das ist das behindertste Sonic Flash Game. Der Titel hat mich extrem angesprochen, aber... Boah, es ist schlecht. Aber ich hab doch Ringe, warum sterbe ich denn sofort? Ich hab doch Ringe. Ringe sind doch nicht umsonst. Oder... Moment mal, ich merke erst jetzt, dass man hier gar keine Ringe sammeln kann. Also die ganzen gesammelten Ringe, die werden nicht gewertet. Ja, was ist das denn? Das ist doch kein Sonic dann. Und ich hab doch ein Schutzschild. Also der Tod, der erste Tod, den kann ich bis jetzt noch nicht nachvollziehen, wirklich. Da habe ich ein Schutzschild und da ist es dem Spiel irgendwie scheißegal. So, Level 3. Also ich darf nichts berühren. Wozu dann die Ringe, ne? Wo so eine Frage. Wow. Die einzige Schwierigkeit ist es, mit der Steuerung umzugehen. Sterne? Okay. Die Äpfel von Super Mario Worlds. Voll komisches Flash-Game. Boss. Ah, die Bossmusik ist aus... irgendeinem originalen Sonic. Ja. Aus irgendeinem originalen Sonic. Hedgehog 1, 2, weiß ich jetzt nicht. Du, 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 du. Ja, die gibt. Ja, die kenne ich, die kenne ich. Die Musik kenne ich. Nee, ne? Komm. Es ist wahrscheinlich das letzte Level. Ich werde es aber nicht nochmal spielen, wenn ich jetzt die abkacke, Mann. Nur um das jetzt zu schaffen, fetter Scheigei, warum auch nicht, ne? Ein Frosch. Hui. Die Endmusik von Sonic 3 ist voll geil. Ah, guck mal. Okay, es geht weiter mit dieser Musik. Level 5.
Also es ist wohl doch nicht das Finale. Wow. Jetzt wird es schon ein bisschen anspruchsvoller, weil man darf ja... Warum ist denn da so ein Stachel von Super Mario World? Die sind normalerweise unter Wasser. Und warum sind überhaupt Sachen aus Super Mario World? Das ist eine Sache, die will nicht in meinen Kopf. So. Tolle Musik, aber... So. Passt aber auch nicht, ne? Oh, shit. Kann man irgendwie durch Ringe vielleicht mal... Keine Ahnung. Leben kriegen oder so, damit die Ringe überhaupt einen Sinn haben. Ah, jetzt gibt's einen Boss. Yo. Katastrophal. Ja, ich bin bis zum Boss gekommen. Das wäre wohl das letzte Level gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.